Wettbewerbsanalyse stellt einen Regelprozess dar, den man kurz gesagt so beschreiben kann. Aus einer Reihe definierter Inputquellen werden Daten und Informationen generiert und zu Ergebnissen verarbeitet, die über bestimmte Kommunikationswege an verschiedene Zielgruppen geleitet werden. Bei der Definition dieses Prozesses und der einzelnen Elemente sind folgende Aspekte von ganz besonderer Bedeutung. Zunächst sollte eine dedizierte Stelle eingerichtet sein, die für Aufgaben der Wettbewerbsanalyse zuständig ist, und zwar möglichst hauptamtlich, und die diesen Prozess etabliert bzw. pflegt und laufend optimiert. Ausgangspunkt sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen. Die Anforderungen beispielsweise einer Geschäftsführung an Wettbewerbsanalysen sind in der Regel natürlich andere als von Produktmanagement oder Marketing. Die Anforderungen beziehen sich dabei nicht nur auf die Inhalte, also welche Ergebnisse gewünscht werden oder welche Wettbewerber bzw. Wettbewerberaspekte wie zum Beispiel Strategie, Produkte, Geschäftszahlen usw. betrachtet werden sollen, sondern auch auf Punkte wie etwa die Detaillierungstiefe der Informationen oder die Zeitpunkte bzw. Zeitintervalle, zu denen Analysen bereitgestellt werden. Oder eben auch die Informationswege, über die die Resultate kommuniziert werden. Gut gepflegte E-Mail-Verteiler, regelmäßige Newsletter und vor allem ein wohlstrukturiertes Intranet-Portal stellen dabei eine Minimalausstattung einer effizienten Wettbewerbsanalyse dar. Entsprechend dieser unterschiedlichen Anforderungen werden eine Reihe von Standardergebnissen formuliert. Diese Standards sind wichtig, um eine solide Dokumentenbasis zu schaffen, die dann auch regelmäßig aktualisiert werden kann, sobald neue Wettbewerbsinformationen vorliegen oder verfügbar sind. Dennoch entstehen häufig auch spontan sogenannte Ad-hoc-Anfragen nach Wettbewerbsinformationen, die jedoch leichter und schneller bedient werden können, wenn eine gewisse Zahl an Standarddokumenten bereits existiert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine systematische Datenhaltung vorhanden ist und dass ein effektiver Zugriff auf eine größere Zahl an internen und externen Informations- und Datenquellen möglich ist. Auf der vorhergehenden Seite wurden bereits eine ganze Reihe von Standardergebnissen der Wettbewerbsanalyse gezeigt. Auch hier kam wieder die Unterscheidung in strategische und in operative Wettbewerbsanalysen zum Vorschein, wenngleich in der Regel keine strikte Zuordnung der Dokumente in eine der beiden Kategorien möglich ist. Selbst Wettbewerberprofile beispielsweise, die hauptsächlich zur Überblicksinformation der Geschäftsführung dienen, also zumeist ein Dokument der strategischen Analyse darstellen, können Informationen beinhalten, die auch im operativen Geschäft wertvoll sein können, beispielsweise Produktinformationen, die das Produktmanagement benötigt, oder Marktanteile, die im Marketing Verwendung finden können. Eine Zuordnung ist daher eher tendenzieller Natur und orientiert sich an den Zielen und Anforderungen der jeweils primären Zielgruppe. Auf dieser Seite sind 11 Typen von Wettbewerbsanalyse-Dokumenten aufgelistet, die sich als Standardobjekte sehr bewährt haben. Und zwar sowohl in der strategischen Wettbewerbsanalyse, bei der etwa Industrieanalysen oder Wettbewerbs-, Performance- und Marktanteilsvergleiche zu den üblichen Unterlagen bei der Strategieplanung und Entwicklung zählen. Aber auch in der taktischen Wettbewerbsanalyse, wo Produktvergleiche und Gegenüberstellungen, wie beispielsweise Quick Reference Guides, zum gängigen Handwerkszeug eines jeden Produktmanagers gehören sollten. Ebenso wie Battlecards und Positionierungspapiere regelmäßige Bestandteile von Marketingkampagnen sind. Für jedes dieser bewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Website www.strategieundplanung.de bestellt werden.